Gut, das Gelände kann nicht gekauft werden. Oh, wir haben fast 30.000 ausgegeben. Na gut, eins kostet 90. Das sind jeweils 100 pro Stück. Gut. Diese paar Geländestücke können wir nicht kaufen, das ist nicht schlimm. Da können wir jetzt die Achterbahn drumherum bauen. Dies bauen nach eigenem Entwurf. Oh je, okay, auf geht's. Wir fangen hier an. Schön groß. Nehmen die Bäume weg, damit wir das so rumbauen können. Dann geht's ab nach oben. Nehmen die Bäume aus dem Weg. So, und dann fahren wir erstmal geradeaus. Leicht runter. Oh, es geht sogar ganz steil. Drehen dann langsam rein. Gerne in einer kleinen Kurve. Fahren dann noch tiefer. Geradeaus, links rum. Warte, nee, geradeaus. Dann so eine Kurve reinsetzen. Eine kleinere. Obwohl, nee, das war schon richtig. So, dann fahren wir erstmal wieder geradeaus. Besonderheiten, Bereich für Actionfoto. Kommt hier mit hin. Dann ab nach oben. Geht das auch so? Nee. Ja, ist mal was anderes. Eine eigene Achterbahn zu bauen. Neue Attraktion Riesenrad, okay? Nee, das wird nichts. Gut, weiter. Geradeaus. Obwohl, einen können wir noch tiefer, dann geradeaus. Und dann eindrehen. So ist richtig. Dann die andere Seite. Okay, erstmal weiterbauen. Ach Gott. Warte mal. So. Erstmal so geradeaus, dann links rum. Ich muss um das andere Ding rumbauen. Oh, ist das kompliziert hier. Dann wieder nach oben ziehen.
Dann rechts rum. Warte, nee, machen wir anders. Nee, so schon richtig. Und dann rechts rum, weil da passiert ja nicht viel. Runter. Okay, warte. Wenn wir es geradeaus machen, dann gleich so. In einer kleineren Kurve. Gott sei Dank haben wir genug Leute, die für uns bezahlen hier. Ja, das habe ich mir gedacht, dass das nicht klappt. Gut, dann muss ich das hier noch alles ein Stück absenken. Warte mal, nochmal zurück. So rum. Nee, das wird zu groß. Ah, ist das alles ärgerlich. Das so machen und dann so. So, so. Das klappt. Okay, dann muss ich mir bloß überlegen, wie ich jetzt runterkomme. Warte, warte, warte. Mach mal das hier zu. Okay, ich hoffe, das ist soweit in Ordnung. Ich mache einfach mal eine Testfahrt gleich. Eingang. Ja, der kann damit hin. Ausgang da. 1500 Besucher haben wir. Wahnsinn. So, und dann mache einfach mal eine Testfahrt. Ich muss mir das mal angucken. Das sind jetzt zwei Züge. Okay, beide fahren. Dann geht's einmal rundherum. Tiefer. Da werden Actionfotos gemacht. Und nochmal hin und her. Und angekommen. Okay. Funktioniert. Funktioniert wunderbar. Auch wenn es jetzt nicht spektakuläres ist mit Loopings und so weiter. Aber das haben Holzachterbahnen ja so an sich, dass die nicht so funktionieren, wie sie sollen. Gut. Dann runterbauen. Halt, warte. Erstmal geradeaus. Okay, und dann stecken wir direkt fest. Okay. Ich meine, hier ist der... Ah, hier ist der Ausgang. So, dann steht das Ding schon mal. Kommen die von der einen Achterbahn raus und gehen in die andere rein. Was? Hängende Achterbahn. Ja, später vielleicht. Jetzt bin ich gerade beschäftigt. Okay, warte. Tiefer. Dreh mal ganz kurz. Wir sind aber auch direkt an dem anderen Ding dran, ne?
Ich sehe gar nichts. Aber ich glaube, es steht. Gut, dann kostet hier der Eintritt auch 1,50. Ne, 1,60. Zeiten sind noch nicht verfügbar, komischerweise. Ah doch, mittel, hoch, niedrig. Ah, sehr schön. Intensitätsrate ist nur hoch. Aber ansonsten ist die Erregungsrate mittel. Also allzufrieden dürften die jetzt nicht sein mit der Achterbahn. Aber immerhin, die Übelkeitsrate ist niedrig, da kann nicht viel passieren. Schlecht wird den Leuten nicht. Und wir gucken auch gleich mal, ob die sich darüber freuen, damit zu fahren. Stellen schon mal ein paar Bänke auf zum Kotzen. Das ist zum Kotzen. So, Mülleimer nicht vergessen. Und eine weitere Hilfskraft, die nur hier sauber macht. Und keinen Rasen mäht. So, die ersten Leute fahren jetzt mit der Achterbahn. 28 Personen fahren. Oh, die sind aber sehr, sehr viele. Ah, die sind aus dem anderen Ausgang raus und gleich in die nächste Achterbahn rein. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Die beiden Achterbahnen schustern sich jetzt gegenseitig die Leute zu. Guck mal, kaum Übelkeit. Alles ist gut. Jetzt fahren sie nochmal runter. Ui, immer im Kreis. Achterbahn 3 ist defekt. Sowas passiert. Das war das Letzte, was wir jetzt erforscht hatten. Hängende Achterbahn. Jo, machen wir später. Und? Ey, ich bin ein genialer Achterbahnbauer. Die hüpfen. Oder auch nicht. Teilweise nicht. Ach, das ist doof, dass das andauernd regnet. Geht mir total auf den Keks. Das macht mir mein ganzes Geschäft kaputt. Und schon ist die nächste Achterbahn flöten. Aber die Leute gehen nochmal rein. Das freut mich. Achterbahn 6 war ganz toll. Das ist Achterbahn 6. Juhu! Oh, ich freue mich, wenn es Leuten gefällt. Wir sollen auch ganz viele Actionfotos kaufen. Guck mal, immer mehr kommen und wollen mit der Achterbahn fahren. Ja, sie ist auch neu, sie ist toll, sie ist einzigartig, sie ist das Beste, was es hier in diesem Park gibt. Geht in Achterbahn Nummer 6. Besucher äußern sich, dass der Eintrittspreis für diesen Park sehr günstig ist. Ja, gut so, für euch. Oh, ihr Park wurde zum Park mit der besten Verpflegung im Land gewählt. Juhu! Den Preis mag ich. Und wir haben es geschafft, die Achterbahn ist voll. Ein ganz voller Waggon und der nächste wird auch gleich voll, dank der Achterbahn zuvor. Richards Wreckers ist defekt. Passiert. So, das gibt auch nochmal ordentlich Actionfotos. Na gut, okay. Vielleicht hätte ich das vorher einbauen sollen. Nämlich genau hier. So unten hin. Sehr schön, das muss er jetzt allen gefallen haben. Diesmal haben sie keine Schirme in der Hand, vielleicht hüpfen die alle in die Höhe. Ich glaube sogar mit Schirmen hüpfen die in Höhe, aber das ist mir egal. Wir werden auch diese Achterbahn jetzt günstiger machen. Ja, sie freuen sich. Oh, ist das schön. Ja, wir haben eine richtig gute Achterbahn gebaut. Muss ich jetzt mal so sagen. Die Erregungsrate ist zwar nicht so hoch, die Intensitätsrate umso mehr. So, die kostet jetzt auch nur noch 2,50. Aber dafür hat sie auch keine Übelkeitsrate. Ja,
1500 Besucher haben wir aktuell im Park und es werden immer mehr. So, die nächste Achterbahn, die wir bauen wollen müssen, das ist die hängende Achterbahn. Die hatten wir noch nie alleine gebaut, da bin ich auch ganz froh gewesen. Aber es wird Zeit, dass sie kommt. Hier gibt es auch riesige Gestalten. Aber Flight of the Phoenix ist tatsächlich noch die günstigste Variante. Eventuell muss ich dann wieder Land dazu kaufen, aber das will ich gar nicht. Ich will ja mein Land nutzen, das ich aktuell schon zur Verfügung stehen habe. Frage ist, wie und wo? Oder wir bauen wieder selber. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich möchte es sogar. Denn das hat sehr viel Spaß gemacht, die andere Achterbahn zu bauen. Deswegen kommt die jetzt auch mit dazu. Frage ist, wohin und wie weit? Ich glaube, so ist gar nicht schlecht. Dann kann das hinten noch so reinführen als kleine Kurve. Auf geht's. Ich hoffe, hier ist nichts. Fußweg im Weg. Nein, es ist zu tief. Ach, verdammt. Neue Attraktion, Einspurbahn. Na gut, das ist eine gemäßigte Attraktion, da haben wir Zeit zu. Gut, wir sehen uns im nächsten Part wieder, dann bauen wir unsere hängende Achterbahn. Wir sind eh schon im Jahr 3 angekommen und bis Oktober Jahr 3 wird es nicht mehr lange dauern. Wie sieht's aus aktuell mit der Forschung? Haben wir schon irgendwas durchgeforscht? Nein, haben wir nicht. Es wird noch weitere Achterbahnen geben. Muhahaha. Vielen lieben Dank fürs Ansehen und bis gleich.